bei Kaiser auf einem neuen Projekt drauf, ich bin bei Rako drauf, ich bin bei Yashas neuem Album drauf, wo bin ich noch drauf? Okay. Bei Vitains neuen Album bin ich drauf, bei Capos neuen Album bin ich drauf. Wenn ich welche vergessen habe, Pech. Pech. Und? Ah, und natürlich noch bei Scheuseit. Dich darf ich nicht vergessen. Weißt du schon, ob dieses Jahr noch etwas von Pervers rauskommt? Ja, ein Solo-Album von Pervers kommt auf jeden Fall raus. Und halt, wie gesagt, dieses Collabo-Album, was er mit Uzi gemacht hat, ist auch fertig. Müssen wir jetzt nur Cover noch und so machen und dann wird es auch demnächst schon mal kommen. Und wie schaut es mit einem neuen Poster aus für die Hirntod-Poster-Sammler-Edition? Ja, wir haben da die Poster am Start, aber wir hatten bis jetzt keine Zeit, uns da weiter drum zu kümmern. Das ist ja jetzt auch nicht so eine Sache, die so überlebensnotwendig ist. Die sind ja zeitlos, Poster und sowas. Kannst du irgendwann bringen und sind ja sowieso Retro-Poster. Retro? Ist so, Digga. Von den alten Alben die Poster, ja, die nicht rausgekommen sind. Sehr gut. Back to the roots. So sieht's aus. Also habt ihr nicht aufgegeben? Nee, die kommt irgendwann. Ja, normal. Okay, wie lange kannst du dir vorstellen, nach 5 Jahren Hirntod, weiterhin Hirntod dazu bleiben? Ich werde das bis an meinem Lebensende bleiben. Das ist ja jetzt nicht nur das Label, sondern das ist ja so eine Einstellungssache. So. Das heißt ja nicht, dass man dumm ist. Hirntod ist ja nicht dumm. Ja, wir sind keine dummen Leute, wir sind alles schlaue Köpfe hier. Und ich werde es bis zu meinem Lebensende sein. Das hat mich jetzt mein Leben begleitet, diesen Zeitabschnitt. Wer weiß, wie lange das noch geht mit der Musik. Egal, das begleitet mich die ganze Zeit, das finanziert mich, das gibt mir mein Essen. Gibt mir neue Kontakte, Freunde und alles dadurch. Deswegen bis an mein Lebensende werde ich das auf jeden Fall in meinem Kopf behalten. Und ihr habt gesehen, die Bilder, ich habe mir einen Block auf dem Rücken tätowiert, das ist einfach mein Leben. So sieht's aus. Und so wird es auch bleiben. Okay. Und habt ihr schon irgendwelche neuen Merchandise am Start? Ein neues Merchandise ist jetzt rausgekommen, erst am 16. Am 16.04. ist es neu rausgekommen, da haben wir diese Sport, Hirntod Sportwear und was haben wir da noch? Diese Kopfschuss haben wir da, Schlagring, wir haben für Mädchen neue, wir haben es in verschiedenen Farben auch da. Und jetzt demnächst kommen auch wieder neue Shirts raus, auf jeden Fall. Und ja, wir bringen immer neue Sachen auf den Markt. Mutterficker-Shirt. Ja, yeah, Mutterficker. Für die ganzen Mutterficker da draußen. Okay. Und für die Mutter gefickten. Also bitte nach zugreifen. Trägt da so ein T-Shirt. Meine Mutter wurde von Schwarz gefickt. Ey. Kriegt doch umsonst sogar das T-Shirt. Sonderanfertigung. Eine Edition, nur eine Auflage. Autogramm. Guck mal, wenn du lachen musst, stirbst du. Getötet vom Valhalla. Jetzt geht's los. Okay. Schluss mit lustig. Ach, kein Leiter. In dem Track Das Leben ist hart beschreibst du, wie du damals zu einer Gang kamst und mit Drogen Waffen gedealt hast. Ist das real oder fiktiv? Ja, das müssen Insider. Dürfen nur Insider wissen. Das müssen Insider wissen, müsst ihr die fragen. Nee, weiter. Okay. Mit welchem Album habt ihr deiner Meinung nach den größten Sprung gemacht? Ja, auf jeden Fall mit Farbenkreuz. Nach dieser ganzen Gerichtsverhandlung und so. Alle Leute waren heiß drauf, wollten wissen, was passiert, haben geholt. Und dann natürlich mit Untergrund. Mit Arzt, normal. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Deine Fanbase ist irgendwie größer geworden nach dem ganzen Hype? Ja, bestimmt. Ich hab sie nicht gezählt. Aber an den Verkaufszahlen? Ja, normal. Hast du selber irgendwie ein Album von dir, was du gerne anhörst? Ja, ich schaue meistens die neuesten Alben am liebsten. Also jetzt zur Zeit höre ich immer Wir bringen das Drama. Neues Album vom Kumpel. Vom Kumpel und Kumpel. Vom Kumpel und dessen Kumpel. Wir bringen das Drama und ja, das ist übergeil. Wie ist deine Meinung zu Farid Bang? Ich kenne den Jungen nicht. Also ich weiß, der chillt, glaube ich, mit so einem Kollegen.
Und Kollege ist ein Hurensohn in meinen Augen. Weil seine Mutter habe ich irgendwann mal Kurfürstenstraße gesehen. Und ich glaube, seitdem sie das T-Shirt trägt, ich wurde von schwarz gefickt. Ja, da ist eigentlich offensichtlich, dass er ein Hurensohn ist. Also jetzt Kollege, und ich verstehe nicht, wie so jemand dann mit. Wie kann jemand mit einem Hurensohn stehen? Also ich kenne ihn nicht, kann über Farid Bang gesagt, aber ich habe gehört, Jascha hat gesagt, dass er auch ein Hurensohn ist. Also das hat Jascha gesagt, Dicker, oder? Das hat Jascha gesagt. Das hat Jascha. Jascha, hast du es gesagt, Alter? Jascha, du hast es gesagt, Alter. Glaube ich. Jascha war es. Ich persönlich habe nichts gegen den, weißt du? Nichts Wirksames. Aber er chillt mit Hurensohn. In meinen Augen. Mit der Maske kaufen, Kollege. Da gibt's eine Überraschung. Featuring Colin Mama. Ey, eigentlich mal hätten wir seine Mutter anrufen müssen für Intro oder so. Und wenn es nur die Mailbox gewesen wäre, ja. Okay, kommen wir noch zum kurzen Brainstorming. Hürtut. Bis ans Ende. Locky and the Gang. Meine Gang, ja. Tempelhof. Mein Bezug. Polizei. Freund und Helfer, 110. Taktlos? Keine Ahnung, kenn ich nicht. Atzen? Atzen Musik. Okay, so und mal. Die B-Stadt, Leute. Yeah. So, sind wir jetzt erstmal bei dir, Rako? Auf zwei. Erstmal alles klar bei dir? So weit, so gut. Ach, schlechten Menschen geht's immer gut. Okay. Am 1. Juni erscheint dein Album Hartes Business. 4. 4. Juni. 4. Genau. Okay. Haben wir uns nicht richtig informiert. Habt ihr nicht richtig informiert? Kann man sehen? Kann man sehen. Jungens! Was kannst du zum Album sagen? Ist auf jeden Fall richtig voll, Alter. Ich habe 28 Tracks aufgenommen gehabt. Guck mal, er nimmt 30 Tracks auf für eine Doppel-CD, ich nehme 28 Tracks auf für eine CD. Okay, alle anderthalb Minuten gehen. Das ist nämlich genau das Problem, zu dem wir jetzt kommen, Alter. Drei Tracks mussten auf jeden Fall erstmal gestrichen werden, weil es sonst gar nicht mehr gepasst hätte. Ja, und auf jeden Fall ein dickes Album, Alter. Da kommt auf jeden Fall gut was geliefert und wird lustig. Okay. Und wie lange hast du jetzt dran gearbeitet? Ich hab ungefähr. Ich habe so ein Dreivierteljahr ungefähr dran gesessen. Hat ja auch ein bisschen gedauert, um die ganzen Leute ranzukriegen. So, richtig viele Features, viele Leute, die mir wichtig sind, dass ich die jetzt auch ein bisschen unter die Arme greife. Und auch viele Leute, bei denen es allgemein für mich wichtig war, dass ich überhaupt mal mit denen was aufnehme und das dazu kommt und so. Das hat ein bisschen länger gedauert. Aber nicht so lange wie bis zu Panzersound. Von daher könnt ihr auf jeden Fall alle beruhigt sein. Bejewelt. Wer hat produziert? Also Löwenanteil hat auf jeden Fall Warrior Beats wieder produziert, genau wie bei Panzersound. Ich glaube, zwei oder drei Dinger sind von Inox gemacht und das war es dann auch schon. Ja, also ich habe da jetzt niemanden anderen dran rumbasteln lassen, außer meine eigenen Leute. Hast du ja vorhin gesagt, dass du die ganzen Leute erstmal ranholen musstest und dass es deshalb so lange gedauert hat? Hallo. Kannst du dir was zu den Features sagen? Naja, wie gesagt, also es sind richtig viele Leute so dabei. Also ich habe echt ich hab viele Kontakte geknüpft über die Jahre. So ist logisch, ich mache das Ding jetzt schon seit 11 Jahren und es gibt Leute, mit denen ich seit 11 Jahren chille, aber seit 11 Jahren nicht einen Track aufgenommen habe, weißt du? Und das ist halt das Problem bei der ganzen Sache gewesen, da wirklich die ganzen Leute alle ranzukriegen. Dann sagst du hier nochmal auf, bei manchen Leuten wie Lustig Schakal, ne, und Plätter Pi, habt ihr euch schön ein Jahr lang Zeit gelassen fast, Alter, damit es endlich mal geklappt hat. Und vom Ding halt, weißt du. Also. Okay. Und warum sind diesmal weder Orgi noch Arzt auf dem Album? Ja, bei Orgi war das jetzt, da gibt es eigentlich keine große Erklärung, Alter. Finde ich eigentlich gut, dass du mich fragst. Ja, Orgi war einer von den drei Tracks, die gelöscht werden müssen. Nein, Spaß. Bei Arzt ist einfach das Ding, Alter, der hat so viel zu tun in letzter Zeit, wie man da noch auf die Schnelle